Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Diesmal was außerhalb der Reihe. Seit einigen Wochen geht ja bei YouTube wieder eine Challenge rum, und zwar die Heumann Ketchup Challenge. Ja, wir wurden diesmal auch nominiert, und zwar von Alex von gar.tv. Und das Ganze ins Leben gerufen hat der Heumann. Ja, und um was es da geht, das erklärt euch der Heumann am besten selber. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Boys and Girls, Ladies and Gentlemen. Also passt mal auf, ey. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir eine hammergeile Ketchup-Challenge machen. Wie die funktioniert, erkläre ich jetzt in diesem Video. Ich behaupte, dass das mit Ketchup alles besser schmeckt. Und ihr zeigt mir, wenn das auch wirklich wahr ist. Schön wär's, wenn ihr dann unter diesem Video euer Video mit rein verlinkt. Und noch was, wenn ihr mir auf Instagram und Facebook folgt, dann könnt ihr mich auch da markieren. Aber am besten wär's, unter dem Video alle Videos reinmachen, dass die Zuschauer auch sehen, wer alles mitgemacht hat und was die alles probiert haben. Dann hat man schönes Versammlung. Und mich erwähnt kurz, dass ich die Challenge angefangen habe, und ihr müsst kein großes Rezept machen, ihr müsst kein langes Video machen. Ihr sagt einfach, hey, ich bin der und der, ich habe gemacht bei der Ketchup Challenge mit, ich bin von dem und dem nominiert worden, danke. Dann nehmt ihr heißes Ketchup, nehmt zum Beispiel Pizza und haut Ketchup drauf oder Pommes und haut Ketchup drauf, oder ihr nehmt auch was ganz Verrücktes und nehmt einfach einen Mars und haut keins Ketchup drauf. Ich fange an. Und was ich esse, zeige ich euch jetzt, weil das steht hier unten auf meinem Stammtisch. Ja, jetzt habt ihr gesehen, um was es so geht. Ja, jetzt kommt unser Beitrag. Hier ist mein Tellerchen. Was da alles drauf ist, kann man auf dem Bild am besten sehen. Und zwar ein Brötchen, ein Matjesfilet, das ich mal in der Mitte durchgeschnitten habe, ein paar Zwiebelringe und natürlich der Hauptdarsteller Heinz Tomato Ketchup. Ja, da fange ich am besten mal an. Brötchen. Die beiden Matjeshälften drauf. Ein paar Zwiebeln. Ach komm her, nehmen wir alle. So. Dann der Heinz Ketchup. Muss ordentlich was drauf. So. Deckel drauf. Einmal zusammengedrückt. Läuft der Ketchup schon raus hinten. Wir kommen gleich zum Fazit. Also wenn wir an Nord- und Ostsee fahren, komme ich um keinen Fischbrötchenladen drumherum. Aber das hier ist so das schlechteste Fischbrötchen, was ich je gegessen habe. Ganz ehrlich. Aber egal, wir haben an der Challenge teilgenommen. Ich brauche dringend was zum Nachspülen. Hole ich mir gleich. Ja, ich muss ja noch was anderes machen. Zwei Kanäle nominieren. Da nehme ich Backen mit Marcel, heißt der Kanal. Und Brot mit Ei. Schaut da auch mal rein. Sind ein paar leckere Sachen da. Wird euch bestimmt gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr mal unten rechts. Ja, und nach diesem Ausflug in die Challenge sehen wir uns morgen am Sonntag wieder mit einem normalen Gericht. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Thank you.